Zu Beginn sehen wir ein Paar, das über viele Jahre an einem kleinen Verlag gearbeitet hat, wo das Herz drin hing, das Scheiter, die gehen Insolvenz. Und dann fahren sie nach München und da gehen sie zum Insolvenzberater und das ist schon alles ziemlich schwer. Und die junge Frau, Janne, geht auf ein Klassentreffen, sie hasst Klassentreffen, sie ist eh nicht so gut drauf, trifft dort aber einen alten Freund wieder und der macht ihr ein super Jobangebot aus ihrer Perspektive, also ein großer Verlag und so. Sie geht also eigentlich guten Mutes da rein, hat wieder ein bisschen Aufwind. Lernt auf diesem unsäglichen Fest den Schwager ihres Freundes kennen, hat mit ihm eine gute Nacht. Der findet irgendwie sein Bett nicht, sie sagt, komm, penn doch bei mir. Alles ist irgendwie ganz cool eigentlich. Und diese Nacht läuft schief. Und jetzt? Lass mal schlafen. Nee, komm, lass mal küssen. Nee, lass mal schlafen. Komm, einer, hä? Ein kleiner. Ein ganz kleiner. Ja. Das habe ich, ja, das hab ich schon richtig, oder? Einmal. Dann musst du raus, Mann. Dann musst du raus. Ich muss überhaupt. Egal. Komm, ab ins Bett. Du redest mit mir, wie wenn ich 5 wäre oder sowas. Ich bin aber nicht 5. Dann benimm dich doch nicht so. So hey, besser, ja? Das ist doch einfach. Was ist denn los? Sie versucht, glaube ich, den Kopf oben zu behalten und zu sagen, okay, ich sehe das nicht als etwas, was mich jetzt wieder komplett raushaut, sondern das nehme ich mit und ich kann das mit mir ausmachen und ich mache da kein großes Ding draus, weil das würde alle Pläne sprengen, aber auch irgendwie ihren Stolz oder ihre neu gefundene Freude ihr kaputt machen. Dann sagt sie, egal, ich nehme das so. Und sie kann es ihrem Freund auch nicht sagen, das würde ganz andere Probleme mit sich bringen. Aber es ist auch gar nicht, dass sie es verschweigen will, weil sie gedemütigt wurde, sondern weil sie einfach den Entschluss fasst, das mit sich auszumachen. Das Thema des Films ist die Frage nach Selbstbestimmtheit und Selbstermächtigung und inwieweit wir in der Lage sind, unsere Grenzen selbst zu definieren und inwieweit wir da vielleicht doch nicht so frei sind, weil es gesellschaftliche Grenzen gibt, die vorgegeben sind und auch emotionale. Janne? Ja? Wollen wir vielleicht jetzt mal reden? Das muss ja jetzt nicht hier sein. Wir können ja vielleicht einen Kaffee trinken oder so. Geht leider nicht beim Besuch. Worüber willst du reden? Naja. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was man da jetzt so macht. Na, gar nichts macht man da jetzt. Was soll man denn da jetzt machen? Ist es ja eben, ich weiß nicht, es musst du schon ein bisschen sagen, was du so brauchst oder was ich tun kann. Du bist ja süß. Kannst mir mal eine Tafel Schokolade vorbeibringen. Also es gab nicht so einen Initialmoment, sondern das hat sich so über anderthalb Jahre eigentlich zusammengebraut. Und es waren einfach verschiedene Themen, verschiedene Figurenkonstellationen, die mich interessiert haben. Die Janne-Figur, die mich interessiert hat als Frauentyp und Frauenbild, moderne, aufgeklärte Frau, die sich eben überhaupt nicht als unterdrücktes Geschlecht wahrnimmt, als Opfer wahrnimmt. Und mich interessiert, was passiert, wenn eine Frau wie Janne im wahrsten oder archaischsten Sinne einem Mann zum Opfer fällt und ob das dann so sein muss auch. Wir gehen über den Schumanns. Kommt ihr nach? Ja, sehr gern. Bis gleich. Frau des Verlegers. Ganz feine Person. Ich bin noch auf den Geburtstag eingeladen, versprochen zu kommen. Ich kann leider nicht. Wie schade. Sehr schade. Ich melde mich bei dir. Ja. Schönen Abend. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich
habe in München studiert, wir haben in München diesen Film gedreht. Wir haben also genau vor einem Jahr in München einen wunderschönen Sommer verbracht. Und wir hoffen, dass wir jetzt auch einen noch schöneren Sommer verbringen können. Und genau, ich mag die Filme, die hier laufen, ich mag, wie es kuratiert ist und ich mag das Filmfest einfach gerne.